Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Die US-Armee setzt Haubitzen für präzises indirektes Feuer, Raketensysteme wie MLRS und für Fernangriffe und Mörser für die Nahunterstützung ein. Diese Artilleriesysteme bekämpfen feindliche Stellungen und leisten wichtige Feuerunterstützung für die Truppen in verschiedenen Einsatzszenarien. Und heute wollen wir euch die 10 besten Haubitzen, Raketensysteme und Mörser der US-Armee vorstellen. Hawkeye. Die Hawkeye ist eine der leichtesten Haubitzen mit Eigenantrieb, die es derzeit weltweit gibt. Das System besteht aus einer standardmäßigen 105mm Haubitze M20 der US-Armee, die auf ein M1152A1 HMM-WV-Fahrgestell montiert ist. Das Hawkeye wird auch als 105mm Mobile Weapon System 105MWS bezeichnet. Die Panzerhaubitze Hawkeye wird als Alternative zu den gezogenen 105mm Haubitzen vorgeschlagen. Sie erfordert weniger Personal und kann kurzfristig verlegt werden. Dieses Artilleriesystem eignet sich gut für Shoot-and-Scoot-Einsätze. Es kann ein paar Geschosse abfeuern und seine Feuerstellung verlassen, bevor der Feind das Feuer der Gegenbatterie eröffnet und andere offensive Maßnahmen ergreift. Die Hawkeye verschießt NATO-Standardmunition von 105mm. Die maximale Feuerreichweite beträgt 11,5 Kilometer mit konventionellem Geschoss und 15,1 mit raketengestütztem Geschoss. Der Hawkeye kann sowohl indirekt als auch direkt feuern. Eine weitere Besonderheit dieses leichten Systems ist, dass es ein 360-Grad-Feuerfeld bietet. M777. Die Haubitze M777 ist die wichtigste gezogene Artilleriewaffe der US-Streitkräfte und hat die vorherige Haubitze M198 praktisch ersetzt. Sie ist eine der kleinsten und leichtesten Waffen ihres Typs, die jemals gebaut wurden. Dies ist auf eine Kombination aus einer Titan-Legierungskonstruktion und einer methodischen Eliminierung von so viel Masse wie möglich zurückzuführen. Die mit dem digitalen Feuerleitsystem ausgestatteten Systeme werden als M777A1 bezeichnet, die mit dem Software-Update, das den Abschuss des Excalibur-Geschosses ermöglicht, als M777A2. Die M777 hat die gleiche Feuerkraft wie die 155mm Schleppsysteme der aktuellen Generation und wiegt dabei weniger als die Hälfte. Die Haubitze ist mit einem 39-Kaliberlauf ausgestattet. Die Mündungsgeschwindigkeit beträgt 827 Meter pro Sekunde. Die maximale Schussweite beträgt 24 Kilometer mit ungeschützten Geschossen und 30 Kilometer mit raketengestützten Geschossen. 155mm Excalibur-Geschosse haben eine maximale Reichweite von 40 Kilometern und eine Genauigkeit von 10 Metern. XM1203-NLOS-C. Die XM1203-NLOS-C oder Non-Line-of-Sight-Cannon war eine US-Entwicklung. Dieses Artilleriesystem nutzte die Technologie des eingestellten XM2001 Crusader. Das NLOS-C-System war Teil des vorgeschlagenen Entwicklungsprogramms für zukünftige Kampfsysteme. Es sollte die Panzerhaubitze M109A6 Paladin ersetzen. Der erste XM1203-Prototyp wurde 2008 fertiggestellt. Aufgrund von Finanzierungsproblemen mit anderen Gründen kam das NLOS-C jedoch nie in Produktion. Einige seiner Technologien wurden später in der Haubitze M109A7 verwendet. Der NLOS-C war mit einer 155mm Haubitze und einem vollautomatischen Munitionsladesystem ausgestattet. Es nutzte den Autolader des ausgemusterten Crusader. Dadurch entfiel die physische Handhabung der Munition. Die XM1203 feuerte auf Knopfdruck Granaten mit konstanter Geschwindigkeit ab. Die maximale Feuerreichweite betrug 30 Kilometer mit einem Standard-Hochexplosivgeschoss. Die XM1203 war auch in der Lage, präzisionsgelenkte Munition abzufeuern, wie zum Beispiel die M982 Excalibur mit erweiterter Reichweite und GPS-gesteuerter Munition. Brutus. Die Brutus ist eine experimentelle US-LKW-Haubitze. Sie wurde entwickelt, um die Mobilität der US-Feldartillerie zu verbessern. Die Idee hinter dem Brutus ist die Wiederverwendung vorhandener Kanonen, Feuerleitgeräte, Grundausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge, um die Feuerkapazität zu erhöhen. Der Brutus ist mit einer 155mm Kanone M776 ausgestattet. Das gleiche Geschütz wird von der leichten Feldhaubitze M777 verwendet. Die Kanone kann um 360 Grad geschwenkt werden. Der Brutus verwendet die gleiche 155mm Munition wie die Haubitze M777. Die maximale Schussweite beträgt über 24 Kilometer mit der Standardmunition M795 mit hohem Sprengstoffgehalt. Das raketengestützte Geschoss hat eine maximale Reichweite von 30 Kilometer.
Die Brutus ist auch mit den GPS-gesteuerten Geschossen M982 Excalibur kompatibel, die eine Reichweite von 40 km haben. Die maximale Feuerrate beträgt 5 Schuss pro Minute. Die Dauerfeuerrate beträgt 2 Schuss pro Minute. Die Brutus wird von einer 5 bis 7 Mann starken Besatzung betrieben. M14-2 HIMARS. Die M14-2 HIMARS ist eine leichte Version des Mehrfachraketenwerfers M27-0 MLRS. Es war für die US-Luftlandetruppen und die Marineinfanterie bestimmt. Es wurde 2005 bei der US Army und dem Marine Corps in Dienst gestellt. Die HIMARS feuert die gleichen Raketen wie das M27-0 MLRS, trägt aber nur ein Paket mit insgesamt 6 Raketen. Es bietet die halbe Feuerkraft des M27-0 MLRS. Das HIMARS feuert die gesamte Palette der M27-0 Raketen ab, einschließlich Raketen mit HE-Frag und Streusprengköpfen. Das hochmobile Artillerieraketensystem kann Raketen mit erweiterter Reichweite, GMLRS, taktische Raketen der Armee, ATACMS und Präzisionsschlagraketen der nächsten Generation, PRSM, abfeuern. Im April 2004 testete HIMARS erfolgreich die neue Lenkrakete mit erweiterter Reichweite GMLRS, die eine Reichweite von mehr als 70 km hat. Die ATACMS Block IA-Rakete hat eine Reichweite von mehr als 300 km, da die Submunitionsnutzlast auf 300 Bomblets reduziert und eine GPS-Lenkung hinzugefügt wurde. M1129. Der M1129 Mörserträger ist ein Mitglied der Striker-Familie von gepanzerten Fahrzeugen. Er unterstützt Infanterieeinsätze in komplexem Gelände und in städtischen Umgebungen. Die ersten Serienfahrzeuge wurden 2005 bei der US Army in Dienst gestellt. Der M1129 ist mit einem 1200mm Mörser M12-1 ausgerüstet. Derselbe Mörser wird auch vom M1064 Mörserträger verwendet, der auf dem ehrwürdigen Fahrgestell des gepanzerten Kettenfahrzeugs M113 basiert. Der M12-1 ist eine Version des israelischen 1200mm Mörsers Soltam K6, der in den Vereinigten Staaten in Lizenz hergestellt wird. Er verschießt eine breite Palette von Munition, darunter hochexplosive Präzisionsgelenke, Mehrzweck-Rauchbeleuchtungs- und Infrarotbeleuchtungsgeschosse. Dieser Mörser feuert aus der montierten Position innerhalb des Fahrzeugs. Er feuert durch Dachluken, die sich an der Oberseite des Fahrzeugs öffnen lassen. Die maximale Feuerreichweite beträgt 6800 Meter. Die intensive Feuerrate beträgt 16 Granaten pro Minute, die Dauerfeuerrate jedoch nur 4 Granaten pro Minute. M1128 Striker Mobile Gun System. Das M1128 Striker Mobile Gun System, MGS, wurde für die direkte Feuerunterstützung von Infanterieeinheiten entwickelt. Das MGS ist eine von 10 Varianten der gepanzerten Radfahrzeuge der Striker-Serie. Der M1128 wurde speziell für Gefechte mit geringerer Intensität entwickelt und übernimmt einige der Aufgaben eines Kampfpanzers. Einer der Hauptvorteile dieses Feuerunterstützungsfahrzeugs ist seine strategische Mobilität. Es kann sich schnell über große Entfernungen selbst verlegen. Der M1128 ist mit einem Low-Profile-Turm von General Dynamics Land Systems ausgestattet. Derselbe Turm wurde zuvor auf dem Expeditionspanzer verwendet. Dieses Feuerunterstützungsfahrzeug ist mit einer 105mm Panzerkanone M68A1E4 bewaffnet. Das Fahrzeug kann nur 18 Schuss für die Hauptkanone mitführen. Insgesamt gibt es eine Reihe von Problemen mit diesem Fahrzeug, die hauptsächlich mit dem Turm zusammenhängen. Dennoch kündigte die US-Armee an, dass sie dieses Feuerunterstützungsfahrzeug im Jahr 2021 zugunsten des neuen leichten Panzers, der im Rahmen des Programms Mobile Protected Firepower entwickelt wurde, ausmustern wird. MC9A7 Paladin. Die MC9A7 ist ein neues Artilleriesystem für die US-Army. Es ist eine verbesserte Version des MC9A6 Paladin. Früher war dieses System als MC9A6 PIM oder Paladin Integrated Management bekannt. Die Auslieferung dieser Produktionssysteme an die US-Armee begann im Jahr 2018. Die neue MC9A7 SPH nutzt einige Technologien, die ursprünglich für die eingestellten Panzerhaubitzen XM2001 Crusader und XM1203 NLOSC entwickelt wurden.
Dieses Artilleriesystem verfügt über die gleiche 155mm Haubitze wie der Paladin. Allerdings ist sie jetzt mit einem neuen automatischen Lader ausgestattet. Sie kann eine Feuerrate von einem Schuss pro Minute halten. Dies ist eine große Verbesserung gegenüber der früheren M109A6 Paladin. Die maximale Feuerrate beträgt 4 Schuss pro Minute. Die maximale Feuerreichweite beträgt 24 km mit Standardgeschossen und 30 km mit raketengestützten Geschossen. Der M109A7 kann auch M982 Excalibur Präzisionslenkgeschosse mit einer maximalen Reichweite von 40 km abfeuern. M1299. Die M1299 ist ein amerikanischer Prototyp eines 155mm Panzerhaubitze mit Turm, der 2019 von BAE Systems im Rahmen der ERCA-Programms entwickelt wurde. Sie basiert auf der Panzerhaubitze M109A7. Der M1299 ist mit einem 955mm langen Kaliber L58 bewaffnet, einem 9,1 Meter langen Geschützrohr, einer XM90-7-Kanone, die die raketengestützte Munition XM11-13 abfeuern wird. Damit wird eine Reichweite von über 70 km erreicht, viel mehr als die 38 km des M109A7 Paladin. Ein eingebauter Autoloader ermöglicht eine Feuerrate von bis zu 10 Schuss pro Minute. Ursprünglich sollte der Autoloader 31 Schuss fassen und bis 2024 in Dienst gestellt werden. In seiner jetzigen Form war er zu groß für das Fahrzeug, sodass er aus Gründen des Gewichts, des Schwerpunkts und der Onboard-Kills auf eine Kapazität von 23 Schuss reduziert wurde. Im Dezember 2022 feuerte die Kanone XM907E2 ein Unterkaliber-Projektil XML55 mit einer Reichweite von 1100 Kilometern ab. Mit diesem Geschoss könnten Ziele mit großer Reichweite getroffen werden, für die bisher teurere Raketen eingesetzt werden mussten. M270A2. Der M270A2 ist eine verbesserte und aufgerüstete Version des M270A1 MLRS. Die US-Armee wollte einen verbesserten Schutz für die Besatzung, der mit dem Schutz der gepanzerten Kabine des leichteren M14-2 HIMARS kompatibel sein sollte. Zu den weiteren Verbesserungen des M270A2 gegenüber der Vorgängerversion gehören ein gemeinsames Feuerleitsystem und eine neue Software. Das Fahrzeug verfügt auch über einen neuen Motor und ein neues Getriebe. Die ersten aufgerüsteten Systeme wurden 2022 an die US-Armee geliefert. Der M270A2 kann neu entwickelte GMLRS-Lenkraketen mit erweiterter Reichweite abfeuern. Diese Raketen haben einen größeren Motor und können eine Reichweite von 150 km erreichen. Es ist auch mit älteren GMLRS-Raketen mit einer Reichweite von 70 km sowie mit ungelenkten 22-7mm Artillerieraketen mit einer Reichweite von 40 km kompatibel. Die gelenkten Raketen werden für Präzisionsschläge eingesetzt, während die ungelenkten Raketen für Flächenziele verwendet werden. Darüber hinaus kann der M270A2 auch ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von 300 km starten. Zwei dieser Raketen können mitgeführt werden. Die Aufrüstung des M270A2 ermöglicht die Kompatibilität mit zukünftiger Munition wie dem Precision Strike Missile PRSM, der von Lockheed Martin entwickelt wird und eine Reichweite von 500 km haben soll. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welche Waffe euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.